Größe war schlimmer im Alter von 10 bis 16. Satt wird sterben. Ja, ein bisschen. So. Let's try again. Die haben wir eben noch so gut umgenietet. So, Säure. Säure. Ja, kritischer Treffer, 35 Punkte. Das klingt spannend. So, dann wirst du jetzt versäuret. Weil dann kann ich dich auch töten. Ich weiß, da hinten gibt es nichts mehr, deswegen laufen wir da jetzt nicht mehr lang. Wir laufen schon mal darüber. Erstmal ein paar Wunden von Amiri heilen. Was sehr viel bringt. Aber besser jetzt die kleinen Wunden heilen raushauen, als später die mittleren Wunden heilen brauchen. Und Octavia kann jetzt auch mal bitte kommen hier. Bitte, danke. Ja. Oder auf eine Werbung für die neuesten Favoritbieten reinstellen. Brauchst du auch 4 Charaktere für Six Fanarts Challenge? Du spielst du. Du kannst auch gerne einfach den Link des Tweets reinhauen. Das sei dir erlaubt. Das Spiel nennt sich Pathfinder Kingmaker. Von daher die leichte Anspielung auf Könige und so. Ich weiß jetzt leider dummerweise, dass das eine Falle ist. Ja, das ist eine Falle. Kann ich die irgendwie spawnen? Nein. Das sind sie doch. So. Amiri könnte... Ach, okay. Ihr seid einfach nur versteckt gewesen. Alles klar. Du musst da rüber rennen. Du kommst damit rum. Nimm sie, lauf weg. Da ich weiß, das ist nicht deine Stärke. So. Kannst du da rüber? Ja. Lauf schneller! Geht doch. So. Diesmal haben wir sie auseinandergenommen, bevor sie uns großartig Schaden machen konnten. Außer die vielleicht. Die Bögen nehmen wir mit, den Rest lassen wir hier. So. Aber leichte Wunden kann klappen auch bei dir. Und dann kann ich dich einmal beten lassen. So, was haben wir denn eigentlich hier? Das ist der kaputte Wachturm, würde ich sagen. Mach ich doch glatt. Ja, wenn ich dir schon das Angebot mache, dann musst du es auch direkt ausnutzen. So. Machen wir doch mal einen Angsthasen speichern. Gucken erstmal, was hier hinten rumrennt. Ah, Wölfchen. Sehr viele. So. Wölfchen gegen Trollhunde. Oh, okay. So. Ah, Wölfchen können also Trollhunde sehr schnell erledigen. Ich brauche mehr Wölfchen.
You can't stop me. Oh. Das Vieh lebt noch. Bis es versäuert wurde. Alles klar. Ich nutze dich nur aus. Ja, das Wauwau hätte mich irgendwann leider selber gehauen. Deswegen muss ich es leider entwauwauisieren. Guck, das kleine Hop-Hop da, das werde ich dafür nicht schlagen. Mann, das ist die Stelle, an der ich wahrscheinlich mit dem Zwergen muss. Im Gegensatz zu dem von der Zeit gezeichneten Wachturm ist die Statue von Thorak perfekt erhalten. Die Miene des Zwergengottes ist ernst und wird angesichts der zerstörten Umgebung beinahe anklagend. Untersuchen wir die Statue mal. Gescheitert. Deine Intuition sagte, dass die Statue etwas Wertvolles verbergen könnte. Nach stundenlanger Suche entdeckst du eine verborgene Platte mit einer Nische darüber. In der Nische scheinen einige gezackte arkane Symbole verzierte Rillen und einige Mechanismus im Inneren der Statue verbunden zu sein. Dem auch sein. Du brauchst die fehlenden Zahnräder, um an Thorak Schätze zu gelangen. Ist okay. Ich lasse sie mal liegen, abgesehen von dieser Kiste da. Oh, Zeug. Und ein vergibtes Pergament. Ja, doch. Genau das, was ich erwartet habe. Oh, verdammt. So. Dich brauche ich da. Du kommst erst noch darüber. Du kommst darüber. Zack. Tank nach vorne, bitte. Dich muss ich versäuern. Du spielst mal ein Liedchen. So. Haha, hinterhältige Angriff. Ja, einfaches Zeug kann ich. Ich bin schon überlegen, was du da reinzeichnen könntest. Kann mich aber noch nicht entscheiden. Hast ja noch Zeit. 3 Plätze frei. Gibt es irgendwas, was du nicht haben willst? Nö. Nimm die ersten 6, die mir vorgeschlagen werden. Bin doch eh nicht wählerisch beim Zeichnen. Dann darf Vader. Oder darf Sati. Entschuldigung. Normalerweise musste ich dafür austappen. Verzeiht. Midi-Yoda! Unter den Tweet könntest die anderen aber nicht sehen. Achso, sonst können die anderen nicht sehen. Ja. So. Ich muss da dann nochmal zwischenspeichern, weil Angsthase und so. Oh, guck mal. Keine Gegner. Interessanter Ort. Na, was ist denn mit euch? Du siehst 3 Bauern in einer alten Eiche, die sich lautstark unterhalten. Ich hab's gefunden! Was, wo? Zeig uns. Ach, da ist doch nichts. Ich hab mich geirrt, verdammter Baumstumpf. Der Mann schlägt mit der Faust gegen den Baumstumpf. Zuckt zusammen, massiert sich die Hand. Also gut, stemmt euch dagegen. Ich kann das Gold schon riechen. Was seid ihr? Und was geht hier vor? Und was für Gold wäre das? Die Männer springen auf und stemmen sich mit dem Rücken gegen den mächtigen Stamm der Eiche. Sie lassen sich keine Sekunde aus den Augen, während sie flüstern die Köpfe zusammenstecken. Du verstehst nur die Worte Baron und Schatz. Gold, hier ist nichts dergleichen bei Nord. Der mutigste von ihnen nickt und die anderen tun es ihm gleich. Er liegt nahe. Edgar, hier zu übermütig. Wisst ihr, Alec wird Martha heiraten, fügt der dritte Mann hinzu. Wir wollen deshalb ihren Namen in den Baumstumpf ritzen. Ich wollte auch ihre Brüste reinsetzen, aber Alec meinte, das wäre übertrieben. Hör auf damit, er hat uns gehört, murmelte der dritte Mann mit ihm so viel zu unserem Gold. Jetzt, ihr habt nichts zu befürchten, erzählt's mir einfach. Sagt die Wahrheit, solange ihr könnt, meine Geduld hat Grenzen. Erzählt mir einfach alles.
Der Dorfbewohner blickt seinen berühmten Gefährten an. Wir suchen hier nach Gold, mein Lord. Ein fahrender Bade hat die Nacht unserem Dorf verbracht und uns Geschichten von den großen Kämpfen und Barbaren erzählt, deren Häuptlinge und die Horden vor langer Zeit durch die Gefilden gezogen. Am Ende sagte er, er wüsste, wo einer dieser Häuptlinge begraben ist, sprach von Grab zu zeigen. Wir haben ihm 2 Goldstücke bezahlt. Er wollte 3, aber wir konnten nur 2 auftreiben. Er hat uns das Grab trotzdem gezeigt. Barbaren, sagt ihr, wenn ich mich da recht an ihre Gewohnheiten erinnere. Warum macht ihr euch keine Sorgen, wenn ihr durchs Gefilde streift? Das kann sehr gefährlich sein. Vielleicht wirkt unter dem Baum irgendein Zauber? Ich werde euch helfen, das Gold zu finden und dann teilen wir den Schatz auf. Das Land gehört mir oder wird in Kürze mir gehört. Nur zu, fällt dem Baum. Ich bin gespannt, was sich drunter verbirgt. Verschwindet aus meinem Land. Ich berge das ganze Gold allein. Na? Naja, erstmal Barbaren, sagt ihr. Dir fällt nichts Nützliches über Barbaren ein, die einst durch die Länder streiften. Glücklicherweise bin ich mit einer Barbarin hier gerade unterwegs. Und Tom Dugler, willkommen. Ich hoffe, es geht auch dir gut und du hattest ein angenehmes Wochenende. Dann machen wir mal Magieorden. Vielleicht wirkt ein Zauber. Die alte Eiche ist nicht verzaubert. Das heißt nicht, dass der Schatz nicht dort sein könnte. Vielleicht ist er einfach zu tief vergraben oder nicht magisch. Macht ihr euch keine Sorgen? Wir leben schon das ganze Leben hier, mein Ort. Es gibt keinen Grund, vor irgendwas Angst zu haben. Wenn wir einen Kobold treffen, vermöbeln wir ihn, treffen wir auf einen Wolf, klettern wir auf einen Baum. Wenn ein Troll auftaucht, laufen wir so schnell wir können. Was Banditen angeht, wir haben keine Angst vor ihnen. Beleidigen uns nicht, weil wir nicht irren, bei uns nicht zu holen ist. Na dann, ich glaube, ich helfe ihnen jetzt einfach mal. Und, dann schaffen wir das. Willkommen, mein Lord. Wenn wir zusammen helfen, geht die Arbeit viel schneller vonstatten. Und was das Gold angeht, wir graben ohnehin eher zum Spaß als wegen des Geldes. Ja, willkommen, mein Lord. Wenn ihr zusammen helfen, geht... Ach, dann. Wenn du nur zum Spaß gräbst, kannst du Baron ja deinen Anteil haben. 2 Stunden später. Nach stundenlang graben und hacken gibt die alte Baum endlich nach. Schließlich, mit einem entrüsteten Knirschen fällt der entwurzelte Eiche zur Seite und ihre freigelegten Wurzeln ragen in die Luft. Unter dem Baum sind allerdings nur Würmer. Unter der Bau eines Maulwurfs. Hier ist nichts, sagt der Dorfwirt. Was ist passiert? Hat uns der Bade gelogen? Weil wir zu wenig bezahlt haben und er wütend war. Ich hab's dir gesagt, sei nicht so gierig, hab ich gesagt. Leer deine Stiefel aus. Was hast du getan? Der Dorfbewohner fuchtelt mit seinen Armen. Ich weiß nicht, in welche Richtung er gegangen ist. Es ist nur halbe Tage gemacht. Wir können ihn immer noch einholen. Wir fallen vor ihm auf die Knie, leeren unsere Taschen, wenn es sein muss. Und er wird uns vergeben und dann verrät er uns, wo der Schatz möglich ist. Los, gehen wir! Schön. Eine jahrhundertealte Eiche, die der Habgier der Menschheit zum Opfer fiel. In der Grube unter ihren Wurzeln findest du nichts außer Würmern und ein Maurostloch. Tja. Aber lustig war's. Wir brauchen Mando-Emojis. Die werden ja eh nur für Discord, oder? Und du bist die kreativste von uns allen. Ja, das bist du. As it should be. So, ach, komm. Oh, warte. Da haben wir einen Banditen, aber wir haben Stufen. Wir haben Stufen. Lass uns doch mal im Feld stufen. So, du kriegst jetzt Gefahrenspur. Plus 1 auf alle Reflexe und eine weitere Kampfrauschkraft. Was hast du da bis jetzt bekommen? Erneuerte Lebenskraft. Halt mit deiner Standardaktion. Halt Schaden. So, wir brauchen auf jeden Fall ein bisschen Athletik und Beweglichkeit. Wir wissen, Natur ist nicht schlecht und ach, Wahrnehmung. Irgendwie kriegt sie sonst nichts. Sag das nicht, wenn Favo im Raum ist. Vermutlich ja, wenn Sat noch einen Slot frei hat. Ich habe keinen frei, wenn dann Discord. Ja, einen Slot habe ich noch. Und wenn der Slot gefüllt wird, wird abgestimmt, auf welcher Reihenfolge die... Hallo Motte. Auf welcher Reihenfolge die ganzen Emojis liegen sollen. So. Den da kann ich nicht nochmal nehmen. Reflexartiges Ausweichen, das ist doch mal sehr cool. Kann schneller sein. Tödliche Kampfhaltung, waghalsige Kampfhaltung. Nein, reflexartiges Ausweichen ist ganz gut. Ich mag es, wenn sie keinen Schaden bekommt. Du
bist sowieso Standardkämpfer. Das heißt, du kriegst jetzt den Explosionsschutz. Hab das Gefühl, dass der gut wird und wichtig ist. So. Oh mein Gott, ein dritter Punkt. Wo soll ich den hinlegen? Überzeugen? Wissen Natur? Wissen Welt? Komm, du darfst mal ein bisschen Wissen Welt machen. So. Was? Bonus Kampftalent. Ausdauer. Plus 2 auf Athletikwürfe. Plus 4 Zähigkeit aus Manövrieren. Blindkämpfen. Genauer Stich. Heftiger Angriff. Immer feste drauf. Kampfbeweglichkeit. Jetzt auf deine Rüstungsklasse ein Ausweichsbonus plus 4. Kampfreflexe, konzentrierter Schlag, koordinierte Verteidigung. Die koordinierte Verteidigung wäre ganz gar nicht schlecht. Rüstungsfokus. Schildfokus. Ich glaube, der Rüstungsfokus ist nicht schlecht. Erhöht deinen Schutz. Schwere Rüstung. Und du, Kampfmagus. Erhältst deinen Kampfmagus Arcanum. Ja gut, zweites Star Wars Emote. Das ist eine gute Frage. Ich meine, ich habe jetzt ein piratiges, ich habe ein Star Warsiges. Rein theoretisch müsste es jetzt ein drittes sein, welches auch irgendwie mit dem Kram zu tun hat, was ich so spiele. Die Frage ist halt was. Ach, ich habe nur gesagt, dass ich nicht zwingend die Kreativste bin, wenn du mit dem Raum mit Favo bist. Ja, gar nicht. Ich habe nur Zeichnen geskillt. Ja, ein Skill verbessert ist doch gut. Ein Mech. King will einen Mech. Ich glaube, da streikt Aerith. Gut, dann haben wir ein Mando-Emotes. Heben wir uns die Mando-Emotes für den Discord auf. Ja. So, du brauchst Wissen Arcanum. Ein bisschen Wissen Welt kriegst du. Wahrnehmung. Athletik macht Sinn. Ja, und überzeugen. Zauberstabträger, Kampfzauber mit Zauberstab oder Zauberstecken aktivieren, anstelle einen Zauber zu wirken. Zauberstabmeisterschaft. Weitreichende Magie kann pro Tag 3 Zauber wirken, als wären sie durch das Talent weitreichender Zauber modifiziert worden. Vorausschauender Angriff, verstärkte Magie. Kann pro Tag Talent Zauber ausdehnen. Ausdauernde Klinge, verzaubernde Kampfung seine Waffen mit Hilfe des arkanen Vorrats. Kann er einen weiteren Punkt seines arkanen Vorrats verwenden, um die Dauer der Verzauberung auf 1 Minute pro Kampfstufe. Oh, das ist gut. Und den nutzen wir relativ häufig. So, dann haben wir noch weitere Zauber. Kalter Hauch. Da. Katzenhafter Anmut. Mühelose Rüstung. Wird sich nicht mehr negativ auf 1 Minute pro Stufe. Ich glaube, ich nehme mal den AOE. Da. Bärenausdauer. Die gibt's schon. Bullenstärke. Hätten wir theoretisch auch schon einen dabei. Auf Blindheit. Spinnennetz wäre natürlich auch interessant.
Es geht auf alle Kreaturen. Spiegelbilder. Zauberschaft auf einem dein Feld. Mehrere illusorische Doppelgänger. Persönlich. Müdes Rüstung. Unsichtbarkeit. Eine Minute pro Stufe, bis angegriffen wird. Ich glaube, das nehmen wir mal an.